Hi ho, Diggity, liebe Freunde. Ich war schon wieder schneller, als ich denken kann. Und habe wieder aufnehmen gedrückt. Nichtsdestotrotz gucken wir mal hier fix rein. Glaubenspunkte bringen uns ja nichts. Aber wir könnten vielleicht hier noch einen Punkt rausknippern. Und dann. Was heben wir an? Das ist jetzt die Frage. Ich glaube, wir steigern jetzt den Glaube wirklich so ein bisschen. Ich überlege gerade, ob wir den Schild wegnehmen, aber eigentlich finde ich es ganz schön, den Schild zu haben für Notfälle. Belassen wir es so. Versuchen wir mal erstmal den Magier kalt zu machen. Gucken, was hier so abgeht. Hier ist noch alles gekillt. Das ist gut. Ich verstehe das mit den Tränken, um ehrlich zu sein, immer noch nicht so ganz. Vielleicht kriegt man zusätzliche Tränke, wenn man gestorben ist, damit man sich seine Sachen wiederholen kann. Aber man hat ja auch nicht unendlich Zeit. Gucken wir mal. Da hinten sitzt irgendwo der Magier. Na gut, dann lassen wir den mal erstmal und gucken uns hier vorne um. Öffne die Tür, die du in den Runen platzierst. Machen wir mal. Ah, cool. Das heißt, man kriegt dann Items auch nicht mehr einsetzen. Wir haben ja ein paar Runen. Leere Flasche und Gear-Rüstung. Ein Ring. Treueanhänger, Ausrüstung eines Akolyten, wie sie früher bei der alten Bruderschaft des Nordens mitverbreitet war. Man glaubt, das Amulett habe ihre Zauberkräfte regeneriert. Und was ist Gier? Die Gier ist ein mächtiges Gefühl, das nur einen kurzen Augenblick lang aufflammt. Diejenigen, die sich davon Hilfe versprechen, müssen sich der Folgen gewahr sein. Ach, okay, dann bleiben wir mal bei dem Regenerationsding. Weil wir haben jetzt ja unseren Zauber für sinnvoll befunden. Hier ist nix. Oh, doch ein Hebel. Ah, cool. Das macht vielleicht da auf und dann können wir abkürzen. Ja, können wir. Macht's alle auf. Nein, nur den. Ich hätte hier von Bewegung gehört. Ich vergesse schon wieder, dass da noch ein Magier ist. Und da brennt er schon wieder. Die Schwerter sind echt gut. List, Beinrüstung, leicht. Gucken wir uns mal an. Ne, wir bleiben mal so schwer, wie wir sind. Ah, diesmal konnte er nicht mehr trinken. So, bei dem nächsten setzen wir wieder unseren Feuerknilch ein. Und der jetzt schon solidiert.
Man weiß es nicht. Man weiß es einfach nicht. Ah, mit mehr Glaube geht das echt schnell, dass der regeneriert. Ich glaube, von hier sind wir böse dran. Boah. Das war böse. Lass mal kurz nach hier gehen. Trinken. Leider echt langsam, wie es regeneriert. Also für Heilung jetzt nicht so gedacht. Kamen wir von hier? Ah, wir sind wieder hier. Können wir den jetzt aufmachen? Ich habe zum Glück überhaupt keinen Plan, wie wir hierher gekommen sind. Wir sind von oben hier runtergesprungen, glaube ich. Glaube ich von hier, oder? Oder von da? Die Verwirrung. Oder von hier? Von hier kamen wir. Da ruckt es gerade mal wieder. Genau, da sind wir runtergekommen. Ne, es war eine Lampe. Jetzt noch den Trank trinken. Ja, gegen 12 von denen ist nicht viel. Ich renn weg. Ich bin tot. Nicht tot. Nicht tot. Niemals tot. Wenn jetzt hier der Dicke ist, dann raste ich aus. Haha, das wäre mies gewesen. Wenigstens ein bisschen regeln. Ja, Freunde. Was machen wir da? Eigentlich muss es doch irgendwie weitergehen. Wir können mal gleich hier hoch runter gehen. Vielleicht müsste man echt ein bisschen Punkte grinden, damit man dann weitermachen kann. Wäre mal eine Überlegung wert. Wenn ich dazu komme, werde ich das vielleicht mal die Tage machen. Einfach, dass wir irgendwie vorankommen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass unsere Skills nicht stark genug sind, um mit den Gegnern mitzuhalten, also von der Stärke her. Oder ich stelle mich halt einfach zu sehr an beim Kämpfen. Das kann natürlich auch noch sein. Sei mal dahingestellt. Oh, guck mal, das ist der Magier. Versuchen wir unser Glück.
hinter ihn kommen, wäre es ganz cool. Aber wir kommen nicht richtig hinter ihn. Ich dachte irgendwie, das Rollen hilft was. Aber nicht viel. Wie schön, dass der noch gesessen hat. Schnell einen Drink. Dann Rolle weg. Und dann beschwören. Dann hinter ihn auf. Mein Glück bringt uns gar nichts. Mein Glück bringt auch das gar nichts. Musste ich zu dem anderen hindrehen. Ach ja, irgendwie. Ist das nicht so effektiv, wie ich es mir gewünscht hätte. So, Freund. Zwei, drei Schläge vielleicht noch. Beschweren wir nochmal. Weil wir es können. Einfach weil wir es können. Na, wenn das kein heiliges Item ist. Versiegelte Rune klein. So, und weil wir jetzt dabei sind, könnten wir nochmal versuchen, den Magier umzuklatschen. Der schwob ja hier, glaube ich. Ganz langsam anschleichen. Ganz langsam. Ganz langsam. Ganz langsam. Und dann. Bäm! Doppelstich. Und dann weg. So, du Molch. Ausesset. Doppelhornschild. Turmschild. Können wir uns auch angucken. Das sieht ja knackig aus. Na, es wiegt richtig viel. Na, das kann man richtig sockeln. Das sieht natürlich sehr, sehr cool aus. Aber wir bleiben mal bei dem Schild. So, ja, wir müssen schon wieder speichern, weil wir schon wieder unsere Punkte vergeudelt haben. Es lohnt auch noch nicht, wir kriegen noch keinen neuen Punkt. Glauben müssten wir auf 12 haben, dann geht's weiter. Ich glaube, das ist auch das, was ich jetzt als nächstes anstreben werde, dann können wir die Zauber mehr benutzen. Die bringen ja wirklich einiges, wenn das auch heilt, also wenn der auf der höheren Stufe stärker heilt, wäre das ja natürlich eine richtig feine Sache. Und wenn man auch so ein Enrage machen kann und einen die Abwehr der Gegner nicht mehr stört. Das wäre dann schon ziemlich angenehm. Aber jetzt versuchen wir mal nochmal, wie viele haben wir jetzt schon? Oh, die Folge ist auch schon wieder so lang. Irgendwie habe ich aber das Gefühl, wir schaffen gar nichts in der Zeit. Also wir laufen die gleichen Strecken lang, prügeln uns ein bisschen, aber es passiert nicht viel. Das missfällt mir. Das missfällt mir. Hoffen wir das mal. Oh, was ist denn da hinten los? Ist das noch stärker? Nee, der spuckt erstmal Feuer! Ich fasse es! Na komm, mach mal was.
Ah, das ist vom Kampfstyle, glaube ich, echt praktikabler als das herumgestochere, was ich vorher versucht habe. So, ist da hinten jetzt so ein Ding in Rot? Oh ne, da ist so ein Safe Point. Und hier geht's in eine Steinspalte runter. Oh, das ist ein Jump-Rätsel. Wir holen uns den neuen Kontrollpunkt. Ah, wahrscheinlich, wenn man zu einem neuen Kontrollpunkt geht, kriegt man dann die volle Anzahl Tränke. So. Ne, nicht so. Wir machen hier ein Männchen. Gucken uns hier schon noch um. An den Schwertern ist echt, man stunt halt die Gegner. Also man kann sie in so einem Insta-Kill-Kombo-Dings erwischen. Jetzt macht das nicht. Auf jeden Fall trifft es eher meine Spielweise. Und ich habe das Gefühl, dass hier irgendwo... Oh, da ist eine versteckte Kiste. Ich wollte es gerade sagen, dass irgendwo Schätze versteckt sein müssen. Hieb, Großaxt, Weisheit, Beinrüstung, Weisheit, Armrüstung. Mittel. Und dann nehmen wir die doch mal. Weisheit Beinrüstung. Was haben wir noch bekommen? Eine Axt, oder? Tödliches Geheimnis. Das hatten wir schon. Klackern wir uns mal hoch. Stahlschwert. Nein, Bein. Nein, schlechter. Stahl durch. Tödliches Geheimnis. War das nicht das? Nee, glaube ich nicht. Letzter Ausweg. Klauenfang. Nee. Hieb. Nee. 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 Ich hätte schwören können, wir haben da was bekommen. Muss ich mir ein Video nochmal angucken, was wir da gekriegt haben.
Tschüss. Versiegelte Rune klein schon wieder. So. Ja, jetzt sind wir hier schon wieder mitten im Nichts. Da hinten sieht es so aus, als wenn es da weitergeht. Hier ist ein Item, das haben wir vorhin schon gesehen. Energiesplitter. Ja, ich gehe wieder zurück zum Waypoint. Ich würde sagen, wir belassen es dann jetzt wirklich bei der Folge. Vielleicht folgt uns da eigentlich nicht, aber das macht nichts. Ich gehe sogar zu dem Waypoint nach da hinten, werde dann vielleicht die Tage mal, habe jetzt 4 Folgen am Stück aufgenommen, ein paar Sachen grinden, also mit Sachen meine ich halt ein paar Punkte grinden, dass wir irgendwie dann mal ein bisschen flüssiger wieder vorankommen. Obwohl ich sagen muss, jetzt mit den Waffen geht's eigentlich, also ich scheine jetzt meinen Kampfstil besser gefunden zu haben. Hätte vielleicht nicht Krieger nehmen sollen, sondern Schurken. Aber was soll's, wir werden sehen. Auf jeden Fall nutze ich die Zeit schon mal, um euch Tschüss zu sagen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge. Und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns wie immer in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.